Hallihallo und herzlich willkommen seit 100 Milliarden Jahren mal wieder zu einer Folge Dead by Daylight. Wir spielen heute mal wieder den Überlebenden und ich habe mal überlegt, ich habe jetzt schon sehr oft Jake Parker oder Jake Park gespielt. Ich spiele heute mal, ich glaube, ich nehme mal Claudette, wobei eigentlich habe ich auch auf Dwight ziemlich viel Lust. Ja, spielen wir mal Dwight. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles für Perks von bei ihm habe, aber ich glaube, ich schaue mal ganz kurz vorbei. Hier die Ausstellung. Ich habe zwei Stück drin. Den kalten Rückenschauer und die Vorwarnung. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ja, Spielbeitritt mal wieder misslungen. Kratzt er sich da gerade an der Nase? Was tust du da? Ah ne, der kaut, glaube ich, auf seinen Fingernägeln. So, hat es jetzt... Naja, es hat nicht so gut geklappt, ne? Ich denke, wir sind noch am Warten. Ja, das ist jetzt so, dass... Was mir auch so ein bisschen an Dead by Daylight so ein bisschen nicht gefällt, ist einfach, dass man sehr, sehr lange warten muss. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich warte und jetzt hat sich's wieder aufgehangen. Ah doch, es lädt, okay. Was ein Glück, ich hoffe, dass es diesmal klappt. Bam, 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 bam. So ein Herzschlag wäre echt ganz cool hier, als Musik. Weil jetzt hört man ja gar nichts. So, ich hoffe, dass sich das jetzt nicht wieder aufgehangen hat. Sieht noch aus, als ob es gehen würde. Das sind halt so noch Punkte, also ich habe ja sehr, sehr viele Stunden Dead by Daylight schon gespielt und ich will auch das Spiel jetzt nicht schlecht reden oder so, aber es zerstört so ein bisschen den Spielspaß halt in der Lobby. Also früher war das nicht ganz so schlimm, man musste halt ständig wieder der Lobby beitreten, aber wenn ich halt jetzt sowas sehe, da bin ich dann halt so ein bisschen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also das sieht für mich gefühlt aus, wie wenn es wieder hängen würde. Aber ich meine, zurück kann ich immer noch gehen. Ich steht halt warten, dann warten wir halt mal noch. Es wäre halt, hier zum Beispiel wäre eine super Möglichkeit, mal eine Anzeige einzubauen, wie lange ich ungefähr vielleicht noch warten soll oder ob das noch läuft. Also ich warte jetzt einfach mal. Ich bin schon auf dem Moment oder jetzt nach, ich glaube, jetzt haben wir bald eine Minute voll. Bin ich so momentan so auf dem Trip hier auf zurück zu drücken. Aber komm, schenken wir uns mal noch eine Minute. Ich muss sagen, ich war eigentlich jetzt gerade eben ziemlich, also ich bin nach Hause gekommen, habe gedacht so, boah, ich nehme heute mal eine Dead by Daylight Folge auf. Was jetzt passiert, jetzt ist ein bisschen grauer geworden und das war's. Und jetzt macht das hier nichts mehr. Sehr interessant. Also es ist halt, ich weiß nicht, da steht halt immer noch warten, aber ich will auch jetzt nicht 100 Jahrzehnte warten. Ich dachte mir halt, ich komme nach Hause, ich nehme mal schnell mal wieder so eine Dead by Daylight Folge auf, weil es ja relativ schnell geht. Ich wollte heute mal was hochladen und ja, hätte ich doch lieber LOL aufgenommen, ha? So, ich gehe jetzt zurück. Ja, super. Super, es geht nicht mehr. Das. Das ist so. Das. Also, ich muss sagen, das wäre so das Wichtigste, was sie momentan noch fixen sollten. Also, ich meine, das ist in der Alpha und ich habe ja damit keine Probleme und so. Aber ich finde es halt. Ja, sie kümmern sich um neue Killer und so. Das ist alles ganz schön, aber. Es wäre halt schön, wenn das hier mal ein bisschen mehr Angriff, wenn sie das mal mehr in Angriff nehmen würden, als ständig neue Killer rauszubringen. Ja, es sieht so aus, als ob ich die Aufnahme abbrechen könnte und das Spiel mal gerade neu starten könnte. Weil ich denke, hier geht nichts mehr. So, ich bin jetzt schon bei fast 8 Minuten, wo ich versucht habe, jetzt hier ein Spiel zu finden. Beziehungsweise Spiel abgestürzt und Spiel neu gestartet. Beziehungsweise halt noch gefühlte 5 Minuten gewartet. Bitte funktionier. Nein, es hat wieder nicht funktioniert. So, jetzt ist die Frage, gehe ich gleich zurück? Ich gehe mal gleich zurück, so.
Also ich muss sagen, die Warteschlange ist schlechter geworden. Also sie war auf jeden Fall mal besser in den davorhergehenden, also in den Patches davor. Aber ich habe das Gefühl, die wird immer schlechter. Aber gut, diesmal hat's geklappt. Endlich. Ich hoffe, dass wir jetzt hier auch gleich starten können. Ah, komm, drück auf Ready. Sub Nia. Was ist denn das? Ist das jetzt ein Support oder was? Gut, wenn der noch dabei ist, kann ich nochmal ins Blutnetz gehen. Press Ready, ja. Das wäre mal schön, wenn er das machen würde. So, ich denke mal, einen Erste-Hilfe-Koffer kann man immer mal noch gebrauchen. Gummihandschuhe nehmen wir mal mit. Dann das hier. Ich achte da eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich drauf. Ich benutze die Sachen sowieso nicht, weil ich muss sagen, ich bin hier ziemlich geizig. Ich finde es immer sehr schade, wenn ich die Sachen dann halt verloren habe. Oh, dunkle Wahrnehmung. Schaltpotenzial in der eigenen Aura lese ich Fähigkeit frei, wenn die Ausgangstor... Ja, okay, die kenne ich. Nehme ich auf jeden Fall mit. What? Press ready, Nia Carlson. Press ready. What the fuck? Are you disabled? For fuck's sake. Der ist jetzt rausgegangen. Oder wer ist rausgegangen? Oh mein Gott. Der hatte keine Geduld. Okay, wir sind jetzt bei 10 Minuten bei meiner Aufnahme schon. Also, der ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Ne, der ist weg. Schade. Aber die Kiste hätte ich gern noch. Die Geheimkiste. Mal gucken, was da noch drin ist. Ah, irgend so ein, keine Ahnung was. Sag mal, Tiere scheinen dir zu vertrauen. Ja, der Perk ist auch nicht so schlecht. Schaffe ich jetzt aber nicht mehr. Ah ne, er ist da, okay. Der ist doch nicht rausgegangen. So, kann der jetzt mal Ready drücken? Yes. Oh mein Gott, es rast komplett aus. Das ist doch nicht euer Ernst. Habt ihr eigentlich gesehen, wie lange es gedauert hat, bis die Nachricht jetzt ankam? Nicht schon wieder dieser Bildschirm. Zurück. Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ah. Ah, oh Gott. Ich will nicht nochmal... Oh, doch, ich kann ja in der Lobby beitreten. Okay. Ich habe gar nichts gesagt. Da unten geht's ja noch. Bitte, bitte finde ein Spiel. Man kann ja natürlich jetzt auch sagen, ich habe jetzt hier gerade Pech gehabt, aber ich muss sagen, die Situation ist mir schon ein bisschen öfters vorgekommen. Ich weiß aber auch nicht genau, also ich habe ja in letzter Zeit nicht mehr so viel Dead by Daylight gespielt, sonst hättet ihr ja viele, viele Folgen wahrscheinlich gesehen. Und jedenfalls samstagsabends hatte ich das eigentlich immer so im Plan gehabt, aber irgendwie war die Motivation nicht so da. Aber es liegt halt wirklich auch an dieser Warteschlange. Das hat so ein bisschen, ich habe ja, wie gesagt, früher habe ich viele, viele Stunden gespielt und habe auch mit vielen Freunden gespielt und das hat auch immer ziemlich viel Spaß gemacht. Aber als der Online-Modus kam, ihr könnt mir glauben, wir saßen da echt stundenlang und haben jedes Mal auf Ready oder Bereit gedrückt, weil dieses Warteschlangensystem einfach so schlecht war, weil es ja jedes Mal abgebrochen hat. Anstatt wie jetzt zum Beispiel in LOL oder in CSGO oder in tausend anderen Spielen, dass es einfach weiterläuft, musste man da immer wieder auf Bereit drücken. Und man konnte halt auch nichts machen, wenn man dann auf den Desktop gegangen ist oder in Firefox und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, sich ein Video angeschaut, dann musste man ständig wieder in Dead by Daylight reintappen. Das haben sie ja jetzt zum Glück ein bisschen gefixt, aber es ist trotzdem, ich wollte jetzt hier eine schnelle Runde aufnehmen und ich kann das Spiel locker jetzt nochmal neu starten, das kann doch nicht sein. Vielleicht mache ich was falsch, ich denke es mal nicht. Das, was ich immer denke, also ich benutze ja Fraps und am Anfang, wenn ich Dead by Daylight aufmache, kommt da immer so eine Meldung, ja, Fraps, so bla bla bla, benutzen Sie vielleicht ein anderes Aufnahmeprogramm. Aber das hat auch eigentlich, ich weiß nicht, das funktioniert eigentlich und ich starte jetzt nochmal neu. Oder? Oh, jetzt hat sich das wieder aufgehangen. Ja. Ich denke mal, hier läuft nichts mehr. Ich weiß nicht, ich kann jetzt halt das auch noch durchlaufen lassen, aber ich denke, das bringt nichts. Oder? Soll ich jetzt noch warten? Nee, ich starte jetzt nochmal neu. So, das ist jetzt echt mein letzter Versuch. Also ich habe ja jetzt, das ist mein dritter Versuch und wenn es jetzt nicht klappt, dann
dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Das tut mir leid, also ich will natürlich eine Dead by Daylight-Folge euch zeigen. Ich würde gerne mal wieder spielen, aber ich sitze hier jetzt schon wieder 15 Minuten. Halleluja, es hat auf Anhieb funktioniert. Bitte macht ready und wir spielen, okay? Ready. Bitte. Ulito, mach ready. Ich bitte dich. Ich meine, die 40 Sekunden machen es jetzt auch nicht mehr fett, also ich kann auch die 40 Sekunden noch warten, aber... Ah, nein, hä, doch, ja, okay. Ich dachte eben, jemand anders hätte wieder auf unready gemacht. Okay, dann bin ich jetzt gut bei der Zeit, bei 16 Minuten hier. Also ich habe nur 16 Minuten gebraucht, um ein Spiel zu finden. Ich hoffe, dass jetzt nichts mehr passiert. 14, 13, 12... 11, 10. Wie gesagt, es macht ein bisschen den Spielspaß kaputt, einfach so lange in der Warteschlange zu sitzen und dann hängt sich das Spiel auf und das stört mich halt so ein bisschen. So, geht's jetzt los? Ja, es geht los. Es geht los, Leute. 16 Minuten hat's nur gedauert. Gut. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich auch nur eine Folge hochladen. Tut mir leid. Ich habe nämlich irgendwie ein bisschen die Motivation jetzt verloren und so viel Zeit hatte ich auch nicht. Ich wollte halt eine schnelle Runde machen, beziehungsweise zwei schnelle Runden, aber ja, jetzt ist eigentlich schon die erste Runde mit den 16 Minuten futsch. Aber was auch ganz oft mal passiert ist, dass es sich hier aufhängt. Aber wie gesagt, ich will das Spiel auch gar nicht kritisieren, das ist ja in der Alpha, aber das ist halt wirklich so ein Punkt gewesen, der mir so ein bisschen den Spielspaß zerstört hatte. Auch, dass ich halt mit Freunden, also ich spiele hier kaum noch mit, oder ja, ich spiele eigentlich mit keinen Freunden mehr Dead by Daylight, weil das in der Lobby, es hat so lange gedauert. Es ist besser geworden, aber weiß nicht, ich habe so viele Stunden dann immer auf bereit geklickt und bereit und bereit und bereit. Ja, ich wollte einfach mal nur so ein bisschen was loswerden, damit ihr Bescheid wisst, warum ich so ein bisschen nicht mehr so der Fan von Dead by Daylight bin. Was hier auch schön wäre wirklich, also ich denke mal, League of Legends hat so einen Ladebalken, CSGO hat jetzt keinen Ladebalken, beziehungsweise es hat schon einen Ladebalken, wo dann unten durchgeladen wird und dann ist man im Spiel drin, hat Aufwärmphase. Das könnte man eventuell hier eigentlich auch machen, dass man schon im Spiel ist und dann halt noch warten muss. Auf jeden Fall, es gibt noch viele, viele Dinge, die bei Dead by Daylight verbessert werden können. Aber gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. So, ich hoffe, dass es jetzt eine gute Aufnahme wird. Und nicht, dass ich dann gleich vom Killer gekillt werde. Ich denke mal, ich versuche gleich meinen Generator zu reparieren. Oh, der hat mich fast erschreckt. Oh, sogar alle drei sind da. Ah, von den Fähigkeitschecks bin ich auch nicht mehr so drin. Ich denke, den ziehen wir auf jeden Fall mal durch, den Generator. Das kann nicht schaden. Sehr schön. Haben wir hier... Oh, wir haben hier den Keller. Das ist auch nicht schlecht. Dann kann ich mir eigentlich gleich mal die Kiste... Ah, okay, ich warte kurz. Okay, er ist weg. Also wir haben den Fallensteller, das ist schon mal gut zu wissen. Ich hoffe, dass ich einen Werkzeugkoffer hier rausbekomme. Sehr schön, sogar ein großer. Oder wurde der einfach nur... Ich weiß gar nicht. Vielleicht wurde der auch einfach nur vom Aussehen geändert. So, hat er die Falle jetzt... Hat er die mitgenommen, ja. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt in keine Falle reintrete. Vorne war doch einer. Ist der verletzt? Nee, sieht nicht so aus. Ist der Haken kaputt? Nö, den Haken kann ich vielleicht kaputt machen, ja. Hä? Haben sie das geändert? Kann man Haken jetzt nicht mehr mit dem Koffer kaputt machen?
Das ist sehr merkwürdig. Ich übersehe gerade was, aber ich denke, man kann die Haken nicht mehr kaputt machen mit dem Koffer. Ja, dann machen wir es mal so mit dem Werkzeugkoffer. Oder es ist ein. Ah, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ein großer Werkzeugkoffer ist, dass man deswegen die Haken nicht kaputt machen kann. Aber das ist alles Spekulation, weil wie gesagt, ich habe die Patch Notes nicht gelesen. Also es ist schon relativ lange her, seitdem ich gespielt habe. Kann ich dann. Ah, da sind keine Fallen. Ich gucke nochmal bei dem Haken jetzt vorbei, aber ich denke mal. Ja, das lag nicht am Haken, sondern am Koffer wahrscheinlich, weil das ist ein blauer Koffer. Ich denke mal. Deswegen. Aber der Killer scheint ziemlich ruhig zu sein. Also gerade wurde eine Falle nicht ausgelöst, sondern ja, von einem Überlebenden, wie sagt man, entschärft. Wir haben schon zwei Generatoren und noch keiner hing. Das ist auch sehr gut. So, oh shit. Ich wollte den Koffer nicht aufbrauchen, deswegen wollte ich tauschen. Aber egal, das passiert jetzt mal. Eine Explosion ist nicht so schlimm. Ich denke mal, der jagt sowieso momentan den anderen da, diesen Widowmaker. Oh, er hängt am Haken. Wo ist er? Wo ist er? Da drüben. Okay. Und der ist natürlich in die Falle gelaufen. Komm, ich helfe dem mal kurz. Ich denke mal. Okay, der ist frei. Wird wahrscheinlich eine Falle vorne dran sein. Komm nicht. Ah, natürlich bin ich in die Falle. Ja, super, super Teamwork. Danke, dass du mir nicht geholfen hast. So, ich kann mich versuchen jetzt irgendwie. Was macht der denn, der Killer? Jetzt sucht er mich. Nimmt er mich gleich hoch? Ja, habe ich mir fast gedacht. Ich denke mal, wickeln bringt aber nicht viel, aber ich wickel trotzdem einfach mal. Ja, ich glaube, es ist ein Anfängerkiller. Also ich meine. Jawohl, das ist geil. Komm, rette mich, rette mich, rette mich. Sehr schön gemacht. Saustark. Oh, jetzt verfolgt er mich natürlich. Ja, da ist eine Barrikade. Oh shit. Ah, Mist. Das war natürlich nicht ganz so optimal. Ja, ich hätte den einen. Ah, doch, ich meine, es ist immer gut, wenn man jemand rettet. Aber dass der mich nicht aus der Falle befreit hat, das war natürlich ein bisschen nervig. Kann ich da noch rauskommen? Nee, das schaffe ich nicht. Hä? Das war ja merkwürdig. Das war ja merkwürdig. Habt ihr das gesehen? Ich meine, wenn ihr zuschaut, habt ihr das gesehen? Komm, rette mich, rette mich. Wo ist denn der Killer? Ah, da hinten ist er. Ja, schön. Der läuft jetzt weg. Der lässt mich sterben. Die lassen mich alle sterben, oder was? Der da hinten auch. Ja, gut, das war eine spektakuläre. Oh, vielleicht kommt er noch. Ah, wenn er jetzt nicht losrennt, dann schafft er es nicht mehr. Nee, das war's. Schade, schade, sehr schade. Ja, war trotzdem keine zu schlechte Runde. Geopfert. Mal sagen, ich denke, wir haben genug Punkte gemacht. Oh, wir haben nicht genug Punkte für das gemacht, aber naja. 18, 17, 20.
Die waren eigentlich schon besser, die Leute, aber weiß nicht, warum der eine einfach weggerannt ist und mir nicht geholfen hat. Also, der hätte locker die Falle öffnen können und dann wäre ich rausgekommen. Ja, ich denke mal, das sollten sie. Oh, der hat einen Schlüssel sogar. Das wäre interessant, wenn er die Luke öffnen würde. Ja, also einen Generator habe ich ja noch ziemlich weit. Oh, da ist die Luke. Ah, das ist der falsche. Hier. Konzentration. Ah, er braucht ein bisschen, bis er die Luke auf hat, oder was? Oh nein, er hat sie auf. Und der andere ist auch durch die Luke. Also, und der jetzt auch noch. Hä, hey, als ob. Das waren Teammates. Nie im Leben war das so hundertprozentig Teammates. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt durch Zufall alle drei die Luke krass. Das war ja mal ein geiles Ende. Der Killer muss sich wahrscheinlich auch verarscht gefühlt haben. Aber okay. Hundertprozentig drei Teammates kann ich mir anders da gar nicht vorstellen. Gut, dann würde ich sagen. Ah, warte mal. GG, how can you get out if not all journalists are on? Ja, das hat er nicht verstanden, ne? Aber echt krass. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich mache leider jetzt erstmal keine weitere Aufnahme, weil. Das dauert mir jetzt zu lang und dann wird das Video hier auch wieder zu lang und ich habe auch eigentlich nicht so viel Zeit. Deswegen vertröste ich euch halt mit einer Folge heute mal, aber ich denke mal in nächster Zeit hoffe ich mal, dass mal wieder ein bisschen mehr Dead by Daylight kommt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, einer fantastischen Dead by Daylight Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.